Dass ich meine Magie ein bisschen regenerieren kann hier. Oh ja. Schön. Ja, wie schön, dass der mich nicht trifft. Magiebank. Oh, okay. Da, nimm diesen hier. Das war jetzt eine Eiterblase, hä? Macht der immer verschiedene Sachen. Aber für einen Einzelnen ist das fast ein bisschen verschwendet, ne? Dann vielleicht auch eher die Implosion. Treffe ich den Arsch jetzt nicht, oder was? Wenn man natürlich nicht trifft, ist schlecht. Da reicht eine auch gar nicht. Wow, die brauchen zwei Implosionen, das ist ja übel. Ach, das ist verbaut, ich muss unten rum. Ich habe mich schon gefreut, dass ich da bin. Oh, ich bin vergiftet. Warum sagt mir das denn keiner? Ja, ich habe natürlich wieder kein Antidot ausgewählt. Arg. Schwarze Magie. Tun wir mal auf die Implosion drauf. So toll ist die jetzt auch wieder nicht. Na, das ist jetzt... Brauchen wir mal ein bisschen Energie. Nö. Moment. Den hier wollte ich. Ach, aber gegen das Flammschwert haben die hier alle nichts zu scheißen. Okay. Ein völlig sinnloser Raum, der uns nur wertvolle Zeit kostet. Unverschämtheit. Und das ist doch wieder die schöne Melodie unserer Vampirwerdung. Ich höre sie immer wieder gern. Das war's auch schon wieder. Ja, hau mich doch mal. Kann ich dich aussaugen? Das ist das Schöne an der Chaosrüstung. Ich fühlte seinen Blick auf mir. Gierig, hungrig. Als ob er mir das Herz aus dem Leibe reißen und es vor meinen Augen verzehren wollte, während ich mein Leben aushauchte. Ich lachte, als sein Angriff begann. Vielleicht wäre es anders, wenn es vorbei wäre. Ja, also der liebe Kain ist doch sehr selbstbewusst. Aber auch zu Recht, wie man sieht. Der ist jetzt nicht wirklich das Problem. Ja, und der gute Kain scheint sich mit seiner neuen Macht immer besser arrangieren zu können. Zu arrangieren. Wäre der bessere Satz gewesen. Na, also dem lieben Kain scheint das hier richtig zu gefallen mittlerweile. Vampir zu sein, magische Macht zu besitzen und hier ganze Gegner scharen, dem Erdboden gleich zu machen. Ich glaube, da kommen mehrere bestimmt, oder? Wenn das so groß ist. Oh ja. Kriege ich die alle? Jawohl. Oh, habt ihr gesehen, wie es den zerrissen hat? Oh geil, die Dinger gefallen mir. Jetzt nur einer, hä? Ach, und auf die Kleinen geht's gar nicht. Na gut. Hm.
Ach, machen wir doch nochmal ein Schild an. Hey, Victor! Eine Energiebank. Also, wie ihr seht schon, hier ist der Eingang in die Kathedrale von Avernus, dem Ursprungsort dieses ganzen Übels. Aber ich will mich hier noch ein bisschen umsehen. Ich glaube, von hier kam ich, aber hier gibt es ja auch noch einen Weg. Ah, gibt es nochmal eine Energiebank? Ah ja, ich auch schon lange keine mehr benutzt, ne? Ja, aber die hält auch nicht lang und bringt mir jetzt auch nicht so viel. Beim Endgegner vielleicht mal, oder wenn wirklich mal die Kacke am Dampfen ist. Aber bis dahin komme ich noch ganz gut ohne diese Energiebänke aus. Also, betreten wir sie, das Heiligtum von Azimuth. Avernus war eine religiöse Autokratie. Die Kathedrale war das Machtzentrum. Obwohl die Stadt in Trümmern lag, blieb die Kathedrale verschont. Die Dämonen wussten schließlich, dass man die Hand, die einen füttert, nicht schlägt. Ja, also Kain vermutet auch schon, dass Azimuth diese Dämonen hier beschworen hat und dass hier der Ursprung dieses ganzen Schlamassels liegt. Ich speichere mal kurz. Und dann geht's auch gleich weiter. So, ich glaube, was ich so gesehen habe, sind das hier so Mönche, also menschliche Diener. Da können wir dann mal wieder die Fleischrüstung anlegen. Und die Äxte dazu. Nee, dann kann ich wieder nicht zaubern. Das ist blöd. Nehmen wir mal die Keule. Ist denn jetzt nicht so fett, diese Mönche. Und ich nehme vor allem hier meinen Aussaugzauber. Ich könnte nämlich ein bisschen Blut brauchen. Oh, Magie nehme ich natürlich auch. Ey. Okay. Dann auf die harte Tour, Meister. So. So nicht. Aha, auch zwei Stück. So, jetzt aber. Also da ging jetzt gerade eine Tür auf. Hier komme ich her. Den hole ich mir auch gleich. Bisschen Magie. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Schalter war, den ich da jetzt gerade gedrückt habe. Wahrscheinlich schon. Wow. Ach komm ey. Was mache ich denn jetzt? Hey! Das gibt's ja nicht. So. Mhm. Teleporter. Oh, okay. Flammenschwert. Aber ganz schnell. Flammenschwert. Hallo, na der hat jetzt aber ausgehalten. Die ein bisschen fetter, die Dämonen. Hey, Victor! Ja, anscheinend halten die hier deutlich mehr aus. Aha, noch ein Teleporter. Aha. Okay. Ah ja, da komme ich wohl her. Dann packen wir die Keule wieder aus. Oh.
Ah, jetzt ist hier die Tür auf. Oh, der nächste Teleporter. Oh Mann! Na toll! Ich dachte, ich bin in Sicherheit. Oh, so eine Scheiße. Das war jetzt ja nicht so elegant gelöst. Da ist wieder zu. Leute, ich habe so das Gefühl, dass das hier so ein Teleporter-Gehopse wird. Ich meine, gut, das passt ja irgendwo zu Azimut, der Herrin der Dimensionen, wenn wir hier ständig durch die Dimensionen reisen, aber das macht es leider nicht weniger nervig, das Ganze. Oh, toll. Es ist entweder, bestimmt wieder die Äußeren. Oh, es ist immer die gleiche Kombination. Ich finde das geil. Ja, und du kannst mich am Arsch lecken. Oh, scheiße, geht der Teleporter jetzt nicht? Doch. So. Also jetzt ging wieder irgendwo anders eine Tür auf. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, hier waren wir jetzt überall. Bestimmt auf der anderen Seite jetzt was aufgegangen. So, jetzt sind wir zumindest mal an Magie wieder voll. Was schon mal gut ist. Wie schaut es jetzt hier aus? Jawohl, da ist auf. Oh Mann ey, ich bin da zu langsam dafür, das ist doch scheiße. So, jetzt aber. Gibt's endlich wieder Blut. So. Ach, machen wir mal wieder platt. Wir sind voll an Magie, also. Warum denn nicht? Flammenschwert. Soll ich vielleicht die Fleischrüstung mal auspacken? Die Chaosrüstung meine ich. Ah, warum eigentlich nicht? So. Oh! Na, der war jetzt aber schnell platt. Da haben die sonst immer länger gedauert. Aha. Dachte ich mir doch, dass das ein Schalter ist. Kirchenbank. Oh, sehr schön. Noch eine Kirchenbank. Aha, das ist anscheinend der gleiche Raum in anderen Dimensionen, hä? Waren das bisher immer so? Habe ich gar nicht so aufgepasst, aber das Ganze wirkt ein bisschen so, als wenn das so das Schattenreich wäre, das Reich der Dämonen. Und das andere quasi die wirkliche Welt. Und das würde das immer so hin und her wechseln. Ja, tatsächlich, die Räume schauen recht identisch aus. Ist mir jetzt bisher ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Erst jetzt durch diese Kirchenbänke hat das dann doch ein bisschen so gewirkt. Nö, hier muss ich glaube ich nicht hin. Hier komme ich her. Mal gucken, wo es hier weitergeht. Dein Gosch, du auf. Ne, hier komme ich auch her. Die Tür in der Mitte, hä? Huh? Ah ja. So, jetzt wäre es noch interessant, was uns da Ariel noch gesagt hat, dass wir irgendwie drei Dinge benötigen. Oben, unten, Mitte. Irgendwie hoch aufsteigen, tief fallen. Keine Ahnung, was die Gute damit gemeint hat. Ich nehme auch gern mal diese Herzen der Finsternisse und diese Sphäre. Finde ich gerade auch sehr, sehr nice. Aha, okay. Ja. Schalter gedrückt. Tür auf. Sehr gut. Oh, cool. Durch die Chaosrüstung selbst betäubt. Sehr cool.
Ja, ich tue jetzt hier nicht lang rum, weil ich bin voll. Können mich die lieben Mönche mal am allerwertesten küssen. Da ist doch schon ein Teleporter. Kann ich nichts drücken? Na gut. Dann weiter im Text. Ja, also die halten jetzt nicht mehr so viel aus wie die ersten. Interesting. Da mach dich mal selbst platt, ich brauch Blut. Da haben wir auch einen Weg, aber da kommen wir raus. Jawohl. Vielen Dank. Brauche ich schon nicht die Waffe wechseln. Schon cool, diese Chaosrüstung. Manchmal. Jetzt vielleicht hier oben weiter. Also das ist alles zu. Da ist was auf. Da ist doch was auf. Gleich in der Mitte. Oh cool, was ist das denn? Vorador und Malek. Im ewigen Zweikampf. Aha, so eine Art Wand- oder Bodengemälde, ich weiß nicht genau. Decke? Über mir ist die Vergangenheit in Buntglas verewigt. Ja, Decke. Und zwei verschlossene Türen, wo es bestimmt zu Azimut geht, aber das wäre jetzt auch ein bisschen schnell, wenn wir da schon wären. Also da geht's schon mal nicht weiter. Wie schaut's hier aus? Tür ist auch zu. Da ist doch was auf, oder? Da ist doch was auf. Ja, du bist mir... Ey, ey, ey! Also gut. Dann auf die harte Tour. So. So. Halbmond haben wir mittlerweile auch, sehe ich. Ah, schade, hätte ich aussaugen können. Oh. Nö. Ich verzichte auf eine zweite Begegnung. Machen wir es so. Zwar die Tür hier auf. Was ist, jetzt ist die hier aufgegangen. Oh, toll, das ist jetzt wieder so eine Sucherei hier. Und ich speichere an dieser Stelle mal und werde einen kurzen Cut machen. Dass wir hier meine Videos nicht so ewig lang werden. Also Leute, wir sehen uns gleich wieder in der Kathedrale von Avernus, um der guten Azimut was auf die Mütze zu geben. Bis gleich, Leute. Jo, und da bin ich wieder. Und jetzt geht's auch gleich weiter. Oh ja. Und da haben wir uns ja eine schöne Stelle ausgesucht, um das Spiel wieder aufzunehmen, denn dieses Wandbild, das verrät uns, dass wir hier die fünfte und mächtigste Waffe in diesem Spiel erhalten werden. Ja, links oder rechts, das ist, glaube ich, egal. Und das ist eine ganz besondere Waffe. Ich glaube, man setzt sie im Spiel gar nicht so oft ein, weil sie ziemlich viel Magie frisst und ein Zweihänder ist, sprich wir da keine Magie wirken können, was ja bei den Äxten schon immer etwas nervig ist. Aber wenn man mit der Waffe zuschlägt, dann haut die richtig rein. Das kann ich euch versprechen, Freunde. Da ist es ganz großes Kino. Hier für ein Rumgerutsche. Was ist das denn? Aha, also der läuft auf der rechten Seite irgendwie schneller die Treppe hoch als auf der linken. Das hier auch so? Ja, tatsächlich. Oh.
wir kriegen ordentlich Lebensenergie-Fiolen hier, also die Lebensenergieanzeige erhöhen. Das ist ja sehr, sehr nice. Welcher Weg ist jetzt der richtige? Ah ja, da gibt's nochmal eine Fiole. Haben wir schon instinktiv den richtigen, weil falschen Weg genommen. Ja, dann war jetzt zu blöd hier. Das ist wahrscheinlich auch einer von den drei Gegenständen, die wir benötigen. Die finale Waffe. Dann haben wir unsere ganzen Waffen eigentlich schon rechtzeitig zusammen, denn es kommt schon noch ein bisschen was. Wir haben zwar auch gut was geschafft schon, aber so wie ich mich erinnere, kommt schon auch noch ein bisschen was. Wir haben ja immerhin noch 4 Hüter auf unserer Abschussliste. Azimut mitgerechnet. Oh Mann, ist das hier nervig. Also ich kann die Treppe leider nicht schneller hochlaufen. Und ich kann sie sowieso nur ganz rechts hochlaufen. Also keine Ahnung, was das hier ist. Vielleicht ist das das, was Ariel mit hoch hinaufsteigen meinte, um an den ersten Gegenstand zu gelangen. An unser Schwert. Mit dem Totenkopf am Knauf. Und wie schon gesagt, eine ganz besondere Waffe. Das werdet ihr erfahren, wenn ich euch den Namen dieser Waffe verrate, was ich jetzt aber noch nicht tue. Also ich hatte jetzt hier, glaube ich, mehrere Teleporter zur Auswahl. Ich habe keine Ahnung, ob ich in den richtigen gelatscht bin. Beziehungsweise, ob das überhaupt irgendeine Auswirkung hat. Ich mache das jetzt hier mal so frei Schnauze. An die Stelle kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Ja. Scheiße, das kann ja jetzt dann ewig dauern, wenn ich da die richtige Kombination habe.